Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Marco Schreuder. Ich bitte darum. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Als in den Medien und in der Politik von einer Umsetzung des Medientransparenzgesetzes die Rede war, gebe ich zu, war ein großer Teil der Grünen natürlich skeptisch mit allen unseren Erfahrungen in all den Jahren, wie das nun mit der Transparenz in der Politik denn so ist. Ja? Und es liegt sicher daran, dass es manchmal tatsächlich die aufgedeckten Skandale braucht, damit in der Politik sich etwas bewegt. Und wir sind sehr überrascht und sehr positiv überrascht, dass es in diesem Fall, im Medientransparenzgesetz, so gut funktioniert hat. Und wir stimmen dem auch sehr, sehr gerne zu. Ich gebe natürlich dem Herrn Kollegen Brückel von den Freiheitlichen recht. Es wäre, wenn es um Korruption geht, um wer beeinflusst wen in der Politik, natürlich ein viel größerer Maßnahmenkatalog notwendig, wobei natürlich niemand die Freiheitlichen aufhalten würde, ihre Parteispenden jetzt schon offen zu legen und auf ihrer Webseite zu veröffentlichen. Also Meetups interessieren, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Also es hält sie niemand auf, machen Sie es einfach. Aber zum Medientransparenzgesetz sei angemerkt, ein paar Sachen sollte man schon nochmal grundsätzlich nachdenken, über ein paar Sachen. Also das Verhältnis zum Beispiel von Presseförderung auf der einen Seite und Inseratenvolumen auf der anderen Seite. Also, schätzt einmal, wie viel Prozent kriegen Zeitungen über die Presseförderung und wie viel Prozent über Inserate? Das Verhältnis ist 1:3. Also von, sagen wir mal, 100% dieser Gelder, die an Medien fließen, kommt nur 25% über die Presseförderung. Darüber könnte man einfach mal nachdenken. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Also wir inserieren mehr, als wir fördern. 2012 ist ja zu erwarten, dass das Inseratenvolumen der Ministerien ca. 30 Millionen Euro betragen wird. In dem Fall sei vielleicht auch noch angemerkt, was wir leider etwas bedauern, dass in diesem Gesetz unserer Meinung nach fehlt, das sind natürlich auch die Inserate der Parteien. Es kommt nicht selten vor, es kann auch sein, dass es nicht vorkommt, ich würde mich freuen. Es besteht jetzt nicht einmal ein Verdacht, aber es kann natürlich vorkommen, dass eine Person, ein Politiker, eine Inseratenserie plant, man dafür gewisse Pauschalen bekommt, aber die Pauschale nimmt dann nicht das Ministerium in Anspruch, sondern eine Partei. Das ist ja durchaus eine mögliche Denkvariante, dem von vornherein schon einen Riegel vorzuschieben, das wäre in diesem Gesetz möglich gewesen, aber konzentrieren wir uns auf die positiven Errungenschaften dieses Gesetzes. Wir freuen uns über die Offenlegung der Inhaber von Medien. Bei manchen Medien stellen sich ja viele Leute die Frage, wem gehört dieses Medium eigentlich? Wir freuen uns auch darüber, dass die Größenordnungen der Inseratenvolumina veröffentlicht werden, wobei wir hatten ja das Glück, dass es gewissermaßen eine Transparenz vorher schon möglich war, indem man einfach parlamentarische Anfragen gestellt haben und man dann eine Liste zurückbekam, wo genau drin stand, wer wo inseriert hat und wie viel das einzelne Inserat gekostet hat. Wäre für uns ein Modell gewesen, wie man es hätte machen können, für die Einzelveröffentlichung aber mag so sein. Wir freuen uns, dass es mal so gelungen ist, wie es gelungen ist. Und nun zum berühmten Kopfverbot sozusagen, dass Politiker und Politikerinnen nicht mehr abgebildet werden bei Informationsinserate von Ministerien und von der Exekutive. Es wurde ja schon öfter gesagt, ein positives Beispiel sei erwähnt, zum Beispiel die Gurtenpflicht. Also wenn das Ministerium sagt, wir machen jetzt eine Kampagne, dass Menschen sich anschnallen im Auto, dann ist es eine positive und richtige Sache. Finden wir super. Man hatte natürlich in den letzten Jahren sehr oft das Gefühl, dass manche Inserate von Ministerien rund um den Kopf gemacht worden sind. Also wichtig war mal, dass der Kopf da ist und dass der Politiker oder die Politikerin präsent sind. Und dann hat man einen Text dazu gebastelt. Das war zumindest ein Eindruck, den wir sehr oft hatten. Das geht jetzt nicht mehr. Und erlauben Sie mir nur eine etwas ironische Bemerkung oder Anmerkung an meine Kolleginnen und Kollegen aus Niederösterreich. Auch eine Frisur ist Teil des Kopfes. Also nur die Frisur eines zum Beispiel Landeshauptmanns zu inserieren, ist auch ein Teil des Kopfes und sollte nicht erlaubt sein, laut diesem Medientransparenzgesetzes. Vielen Dank.